habe das Spiel noch nie gespielt. Ich tausche den Lüfter, den die Energie. Das ist aber schon älter, ne? Da gibt es ja jetzt ein neueres. Gutscheincode. Scheint schon älter zu sein, das Spiel, ne? Ich tausche den Ding aus. Die Energie. Sag mir schnell. Netzteil. In meinem Anhang ist das Remake das sicher nice ist, aber nicht für mich selber zu spielen. Also ich meine das, was du gerade gespielt hast. Du meinst die, das Spiel 2017? Wieso sieht das so komisch aus? Jetzt bin ich verwirrt. 2017? Ich muss sagen, mir gefällt die Sklavenstunde. An sich. Es sieht komisch aus. Sieht aus wie ein altes Spiel, aber... Die Auflösung passt auch. Sofa-Kartoffel-Modus. Was? Wir spielen natürlich normal. Ah ja, für die, die das Spiel nicht kennen. Holy Potatoes ist quasi eine Sammlung von, also es gibt ein Szenario, gibt es immer verschiedene Szenarien und die Charaktere, die Kartoffeln, die sind nichts anderes als Videospiele und Filmanspielungen auf alles Mögliche. Also wir hatten letztens, also in dem ersten, was wir gespielt haben mit der Werkstatt, hatten wir zum Beispiel Cloud als jemanden, der eine Waffe wollte, eine fette, große Waffe. Und für die mussten wir ihn dann schmieden. Und wir hatten Lara Croft als Schmiedebeauftragte und so. Also das richtet sich immer, das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, welches Szenario wir jetzt machen und was das für ein Spiel ist. Aber genau, wir müssen irgendwelche Sachen machen. Ich bin gespannt, was. Es gibt keine drin, alter Freund. So nennst du mich gefälligst nicht mehr, Harry! Warum nimmst du bloß nicht endlich Vernunft an, Gigi? Alles, was ich tue, geschieht doch nur zur Rettung des Universums. Ha, du selbstgerechte Knolle. Red du dir das nur schön ein. Tod und Vernichtung retten absolut gar nichts. Nach all diesen Jahren hast du es noch immer nicht verstanden. Es gibt größere Gefahren, gegen die wir uns etwas unternehmen müssen. Um welchen Preis, Harry? Das Leben Unschuldiger? Niemals! Du enttäuscht mich. Wie auch immer, ergib dich jetzt. Was hast du denn nur vor? Gegen die Eclipse kämpfen? Unsere Armada verdeckt die Sonne. Sei doch nicht so blöd. Hä? Wir können es nur wagen, immer noch diesen Namen zu führen. Die Eclipse ist doch nicht mehr das, was sie mal war, was? Genug geplaudert, alter Freund. Sieht so aus, als müsste ich mal wieder etwas verstanden, dich einprügeln. Komm doch, zeig mir, was du nicht einfach nur eine große Klappe hast. Okay, interessant. Also es ist komplett andere Richtung als das letzte Mal. Diese Träume werden wir schon noch Verstand einbläuen. Aber wir müssen uns beeilen. Wenn der seine Waffen erstmal aktiviert hat, sitzen wir mächtig in der Tinte. Jiraga, ich kenne deine Tricks in- und auswendig. Wir haben so lange Seite an Seite gekämpft. Du kannst mich nicht besiegen. Ich war schon immer der bessere Pilot. Wurzel Force One. Astral Primär Harry und die Waffen. What the fuck? Was ist zur Hölle? Ach, das ist rundenbasiert, oder was? Aktuelles Wetter, klar. Mhm. Begegnung Boss. Ja, das sehe ich. Holy shit, das ist die Erbsenpistole. Was ist das? Apollo 10, Rakete Streuung. Nebelhorn. Taschenrambock. Wähle eine Waffe auf den Kontrollpanel. Klick auf den Rumpf des feindlichen Schiffs und wenn du bereit bist, klick auf Feuer. Wir haben 10 Energie, ne?
Frau Antje, Fiesi, Andromeda, Matoko Kartoffelnagi. wir nehmen die größte Waffe und dann gib ihm, ne? Okay, wir haben noch 6 Energie. Dann nehmen wir die zweitgrößte Waffe, die erste Pistole. Feuer! Boah, Alter! Das hat nicht viel Schaden gemacht. Deine Spielzeugwaffe. Kosmischer Bolzen! Oh, holy shit. Okay, er hat ein bisschen Schaden gemacht. Wir können unsere Schilder einsetzen, um unsere Waffen und Rumpf zu schützen. Okay. Schütze eine unserer Waffe, die du auf der entsprechenden Slotnummer im Schildpanel klickst. Und wenn du bereit bist, feuer wie zuvor auf den Rumpf. Okay, ich... Aha. Okay. Und jetzt kann ich wieder feuern, ne? Was? Er ist unverwundbar? Er macht schon wieder kosmische Bolzen. Oh oh. Unsere Laserwaffen. Oh oh. Also unverwundbar, aber der Peilsender ist ein leichtes Ziel. Ja, ich kann auch mehrere Waffen abholen. I know. So. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Aber ich sehe sogar, wo er anvisiert, ne? Jetzt kommt eine fette Rakete. Tschüss, Crit! Autsch, das hat wehgetan. Ich habe versucht, dich... Oh, hohoho! Das Alter sind das fette Kanonen. Ich habe versucht, dich nicht so hart ranzunehmen, alter Kumpel. Aber jetzt ist Schluss mit den Spielchen. Hier kommen die fetten Kanonen! Sein Schiff hat deutlich mehr Waffen als wir. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Zeit für das Ass, dass wir noch mehr haben. Das Schiff ist einfach überladen mit Kanonen. Und das sind, der Patron. Bombardierer. Kreuzritter. Railgun. Puhuhu. Oh. Autsch. Alter. Aber machen nicht so viel Schaden, ne? Also sie klingen krass, aber... 200 immer alle runter? Oh, wow. Er trifft das Ziel 3-mal. Das heißt, er macht 600 Schaden. Okay. Ich will auch so ein fettes Schiff. Zeit für Ass im Ärmel, dass wir noch für das Ass, das wir noch im Ärmel haben. Wir können im Kampf spezielle Pilotenfertigkeiten einsetzen. Das kostet uns keine Runde, verringert aber vielleicht unsere Ladung. Stasis-Speere. Oh, das ist OP. Wird schon schief gehen. Stasis-Speere! Woo! Sternenpower! Pah, du immer mit deinen Tricks, Siraga. Das ist doch nur ein kleiner Rückschlag. Wir haben das Schiff, wo wir es haben wollen. Das wird nicht leicht, aber lasst uns versuchen, ihn abzuknallen. Wir haben sein Schiff gelähmt. Das ist unsere Chance, ihn endgültig auszuschalten. Aber Vorsicht, diesmal der andere Waffentypen. Waffentypen? Mhm. Spezialfertigkeit 1. Railguns sind nicht wunderlich präzise, aber haben hohe Crit-Chance. Raketen sind präzise, haben wenig Crit. Schrapnell sind, ne? Aber Zufallstreffer. Laser ist ja OP. Und Welle noch schlimmer. Das heißt, zuerst killen wir Welle. Die Railgun ist auch krass. Die Frage ist... Vernichte, wir haben eigentlich jetzt 3 Runden, 24 Ladungen, wir können alles abfeuern. Mit 20. Ich würde erst so sagen, wir machen seine Waffen kaputt. Wir
Wollen wir jetzt nicht den Schild ausmachen, um uns Ladung zu sparen? Schauen wir mal. So, also erstmal. So, und die andere schießt auf das zweite schon mal. Hm, schauen wir mal. Wir schießen einfach alles ab. Wow. Oh nein, wir haben daneben getroffen. Achso, wir haben auch Welle. Railgun. Ah, Welle. Alles klar, okay. Okay, also Welle sollten wir schon öfters abschießen. Rakete. Laser. Mit dem Laser können wir schon mal den ersten mal ausschalten. Und mit der Railgun können wir versuchen, den zweiten schon mal anzupeilen. Okay, hi Karo, aber... Alles gut. Okay, das obere ist kaputt. Aber wir werden jetzt dort Welle ein bisschen verwenden. Scheint mir gut zu sein. Tschüss. So, wir machen nochmal Welle. Und dann hat sich das erledigt mit seinen Waffen. Tja. Tja. Okay. Warum hörst du mir nur nicht zu? Warum verstehst du mich nicht? Wenn du nicht für mich bist, dann hast du ein Recht auf Leben verwirkt. Fertig, DC! Okay, das war unser Stichwort. Wir müssen das hier überleben, um später wieder angreifen zu können. Jetzt geht's los. Sandstein! Notfallwurm! Diese Sterne, ey. Mach mich ein bisschen fertig. 1500 oder 15.000 soll später. 15.000 soll später. 15.000 Jahre? Was? Faye, was sollte ich nochmal zum Zentrum mitbringen? Schätze, nicht schon wieder. Warum vergeißt du deine Zeit mit Opa Gigi's Tagebuch? Cassie, da drin könnte vielleicht etwas dazu stehen, wo Opa Gigi gefangen gehalten wird. Mit wem wir es zu tun haben, bla bla bla. Du weißt schon, Sachen, die uns zu ihm führen. 6 Monate her, dass Opa Gigi entführt worden ist. Es wird sich nichts ändern, wenn du dir das Ding zum millionsten Mal durchliest. Wenn irgendjemand einen Kaffee nicht darüber gekippt hätte, hätte ich vielleicht noch etwas mehr herausfinden können. Ich meine, es bringt doch nichts, wegen verschütteten Kaffee zu weinen, oder? Alter, what the fuck. Alles, was noch zu retten war, dreht sich darum, wie er vor langer Zeit in dieser Einschlacht gegen die Eclipse gekämpft hat und wie er sich selbst dafür auf die Schulter klopft. Du weißt schon, die Geschichte, die er uns schon als Kind erzählt hatte. Die Gesichtsausdrücke. Ich meine, komm schon. Opa ist ein guter Pilot, aber so gut doch auch wieder nicht. Er alleine gegen den Frontalangriff einer Eclipse-Mutterschiffs unter dem Kommando von Harry, dem Astralprimär des Eclipse höchstpersönlich? Ha, das überlebt doch keiner. Wenn er sich wirklich dieser Frontalangriff gegeben hätte, dann hätten wir jetzt wohl kaum ein Schiff. Schau dir doch mal nur diesen Schrotthaufen an. Hey, das ist kein Schrotthaufen. Der hat einen Namen. Einen ruhmreichen Namen. Okay. Was diesen Namen angeht, genial, oder? Den habe ich im Internet geholt. Von einem Namensgenerator. Für alles, was cool und genial ist. Nee, der ist furchtbar. Nimm einen anderen. Hey, kannst du sagen? Der intergalaktische, antiglutenfreier, super-duper, reinpflanzlicher... Schredder-McSchnetzel-Todesschiff der endlosen Wut ist ein wunderschöner, wohldurchdachter, bescheuert und vorlaut. What the fuck? Du bist bescheuert und vorlaut. schön. Dann lass mich mal sehen, ob mir einen besseren Namen für das Schiff einfällt. Oh, wie nennen wir das Schiff? Die Spacebar. Wie nenne ich das Schiff?
muss ironisch sein, zeitgleich noch irgendwie sinnvoll. Bazilionados. Nee. Sharknado! Wie wär's denn mit fetter Sharknado? Wow, furchtbar. Na gut, okay, ne? Der da gefällt mir mal echt schön. Dann bist du überhaupt hier. Sollst du dich eigentlich die Werkstatt in die Praxis vorbereiten? Stimmt! Das braucht es aus dem Zentrum. Okay, dann gib mal die Kohle her. Gibt ja nicht so viel aus. Wir haben fast keine Stärke oder Ressourcen mehr. Wir beide wissen doch, dass ich eh zu viel ausgeben werde. Aber sollten wir nichts mehr haben, müssen wir uns einfach mehr holen. Ein paar Erkundungsmissionen sollten reichen. Okay. Zeit an der Arbeit zu gehen. Das Panel oben links zeigt dir unsere TP und den Treibstoff an. Sobald der Rumpf auf Null fällt, war es das mit uns. Schütze ihn um jeden Preis. Dieses Auseinanderpendels rechts zeigt unsere Ressourcen und Stärke an. Das hört uns daran, wie battlearm wir doch sind. Wir sind gerade im Sternzentrum. Okay. Das Sternzentrum bietet kostenloses Auftanken und Reparaturen an, damit noch mehr Essbaren dort einen Stopp einlegen. Lass uns mal den Upgrade-Laden vorbeischauen und holen, was wir brauchen. Eine Praxis und eine Werkstatt. Oh, okay, jetzt haben wir eine Praxis und eine Werkstatt. What the f... Wer ist das denn? Wer ist das? Wer ist da? Okay. Mein Lieblingsabteilung, lass uns ein paar Waffen bauen. Klick auf die Werkstatt. Lieblingsabteilung, du hast... Egal. George Hasi, Schrapnellherstellung, Raketenherstellung, Laserpanzerung, Laserpower, Kampfkunst, volles Risiko, Bratkartuffi, Skellion Johansson, okay. Ah, jetzt geht's los. Wir haben soeben unser erstes Missionsziel bekommen. Okay. Wir sollen nach dem Planeten Beari suchen. Ah, hier. Fein standhaftes Schlachtschiff. 2 Stück. Antimaterie, Plasma und Erz gibt's hier. Treibstoffkosten 19. That names.
Apollo, gesegnete Apollo, gesegnete Erbsenpistole und eine schwache Trommelfeuer. Okay. Okay, ich nehme mal ganz stark an, wir sind hier im Orbit und diesem bezaubernden Planeten, weil du unsere ganze Stärke verprasst hast. Ich würde eher sagen, ich bin hier, um noch mehr Reichtümer zu beschaffen. Mehr Beute, du Waschlappen. Na schön, wo fehlst du denn gerade so? An allem? Ja, 10 Gummipunkte für Freunde. Ein Reibekuchen. Ich bin eine von Knolle. Und wir beide wissen das. Eine von Knolle, was auch immer das heißen mag. Aber ich schweife ab. Tu, was immer noch zu tun ist, Cassie, aber tu schnell. Nur noch ein paar Solz, bis diese da keine Eclipse uns einholen. Schon wieder Puffer und Rösti. Das ist nicht mal hartnäckig. Die verstehen uns Frauen einfach nicht. Ich meine, nein heißt nein, oder? Alter. Ich meine, ich muss zugeben, dass ich ständig davon rede, dass ich einen suche, der für mich das gesamte Universum durchqueren würde. Aber doch nicht so, Mann. Doch nicht so. Ja, nun, ich will nicht aus dem Weltraum geballern lassen, oder? Was noch schlimmer wäre, in eine Zelle der Eclipse stecken lassen. Also, wir holen uns von diesem Planeten, was wir brauchen. Dann geht's zurück zum Zentrum. Und schon warten wir uns schneller von hier weg, als die Kartoffelpuffer sagen können. Unser Schiff ist noch vom letzten Mal ziemlich mitgenommen. Jawohl, oh, große Fay. Deine demütige Scherge geht nun an die Arbeit. Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. I see, I see. Arbeit, Arbeit. Okay. Erkunden. Ich hab doch nur zwei, also... Oh Junge, die machen alle keinen Schaden. Ah, die Trommelfeuer ist wirklich nutzlos. Rakete, Laser. Also sie kann Laser gut. Also wird sie mit der Erbsenpistole nehmen. So, und Rakete kann er gut. Start. Ah. Kartoffelpuffer und Rösti, die sind lecker. Wir haben irgendeine Selbst-Kiste-Wertung geortet. Sollen wir sie an Bord holen und mal nachsehen, was drin ist? Hm, die Scanner können nichts Ungewöhnliches daran erkennen. Ja, klar. Wir bringen die Kiste an Bord und öffnen sie. Sie finden im Inneren alle möglichen Plunder, den sie bei ihren Ressourcen einsortieren. Ansonsten war nichts von Wert drin. Ha, schade. Ich hätte gehofft, dass da zumindest irgendeine Art Schatz dabei ist. Vorteil, Apollo bekommt Vorteil, erste Episode bekommt Vorteil und wir haben ein bisschen Stuff mitgenommen. Okay, ist doch okay. Ihr braucht gar nicht in euren Latschen zu zittern. Die schweren Waffen sehen nach Ärger aus. Könnte eine gute Idee sein, den Rumpf anzuvisieren. Der hat auch nur 260. Okay, hier ist so ein Schildsymbol. Okay, ja, keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Einen Vorteil. Die regenerieren einfach, wie blöd und gut das ist. Das ist schön.
Blatt. Diese Kämpfe sind ein bisschen weird. Hilfe für ältere Mitmenschen. Cassie und Faye sind auf Weg zurück zu ihrem Schiff. Da fällt ihnen eine ältere Dame auf, die gestürzt ist. Ihre Einkäufe liegen überall verstreut herum. Niemand sonst scheint ihr helfen zu wollen. Ja gut, Helfer, ne? Wir helfen, wir kriegen 350 Cash in der Tasche. Okay. Ist okay. Ha! Hey, aus dem Schiff kommt ja Lauch! Haha! Oh Gott. Diese schweren Waffen sehen nach Ärger aus. Ja, gut, okay. Durchlaucht Abfangjäger. Die Frage ist, wie wenn ich diese besonderen Shit zünde, was passiert dann? Okay. Oh, wir haben Treibstoff gefunden. Okay, nicht schlecht. Sie ist grumpy. Wuhu, das war genial. Also, das sieht nach einem Konsolenport aus, ne? Das ist unscharf und alles. Ein bisschen seltsam, leider. Fertig! Das sollte mir jetzt genug sein. Schätze mal, das wird reichen müssen? Du meinst wohl, danke, Captain! Mein Captain, für all deine harte Arbeit. Ich hol dir jetzt mal einen Drink aus unserer Spacebar. Wir haben weder Zitronensaft noch Astrovka. Natürlich. Wir sind abgebrannt. Naja, etwas weniger abgebrannt. Hier, gönn dir stattdessen was von diesem Erfrischungsgetränk. Mit Erfrischungsgetränk meinst du Wasser? Das ist doch erfrischend. Ich sag bloß die Wahrheit. Es wird noch schlimmer werden, wenn wir nicht so langsam durch das Warp-Turm-Zentrum fliegen. Nimm uns zunächst ein Galaxis-Warpen. Wo auch immer die sein mag, damit unsere Spur verlieren. Dann können einfach auch durchatmen, aber gut. Dann nicht wieder zurück zum Zentrum. Ob die im Zentrum wohl Astrovkarma haben? Glaubst du, hätte unsere vorhandene Stärke hat sich bis dahin wieder durch Zauberei verdoppelt? Ein einfaches Nein hätte gereicht, du Besserwisser. Wir sind wieder da und eines ist klar, die Stärke ist da. Hurra, hurra. Cassie, tu dem Universum einen Gefallen und schreib keine Texte. Ich wäre ein frittierter Volltreffer. Nein, weißt du was? Ich bin bereits ein frittierter Volltreffer. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Klar, Cassie. Ich doch auch. Oder wenn nicht, zu Knolle nochmal. Ich bin eine glorreich glühende Sonne. Der Mittelpunkt von allem. Die Planeten tanzen um mich herum. Okay, was hat sie geraucht? Und dann will ich auch was. Hi, Wollert. Das ist gerade eine Sklavenstunde. Das wurde sich gewünscht. Dementsprechend, ja, spielen wir das Spiel. Ist ein... Es ist sowas ähnliches wie FTL. Nur mit, ja,
witzigen oder weniger witzigen Dialogen. Du bist so eher wie eine von diesen alten sterbenden Sonnen. Total vom Negativen verkrustet. Ein stinkender Gaszwerg, ein intergalaktisches Furzkissen. Alter. Also, wo geht's diesmal hin? Egal, wir haben noch keine Ahnung, wo genau Opa Gigi ist. Tja, dann lasse ich meine Finger über das Koordinatenpanel tanzen, wo, wie ich es immer zu tun pflege. Ja, überall, bloß nicht hier. Wenn du auf den letzten Drücker noch was im Zentrum besorgen willst, dann nichts wie los. Wir werden nicht noch einmal hier zurückkehren. Okay, wir sind unterwegs, Opa. Wir haben keinen Schimmer, wo du bist, aber wir werden irgendwie irgendwann dorthin kommen. Will ich das wirklich? Nein, will ich nicht. Ich wollte eigentlich was kaufen, aber ich durfte nicht. Also perverses Spiel. Das ist doch kein perverses Spiel. Jetzt lese ich das erst. Uff. So ganz habe ich mich an diesen Warp-Dingens immer noch nicht gewöhnt. Nimm diesmal aber den Eimer. Ich mach das nicht schon wieder weg. Aber du bist doch meine Schwester. Du sollst dich um mich kümmern. Ich bin deine kleine Schwester. Du sollst dich um mich kümmern. Die ganze Nummer von wegen nichts und die große Schwester ist schon irgendwie süß. Und ich kümmere mich um... Hey, ihr seid spät dran. Hä? Es hat schon wieder so einen Vollfall gegeben. Wir haben euch doch schon vor einem Soll gerufen. Da habt ihr euch ja mal ganz schön Zeit gelassen. Hollermeister, da hast du die falschen knusprigen Knollen erwischt. Wir sind nur... Die warpende Cosmo-Katze bedroht uns schon wieder viel zu lange. Die klaut uns unser Essen. Schmeißt absichtlich Sachen rum. Hast du gerade warpende Cosmo-Katze gesagt? Wie soll das bitte gehen? Weißt du, die Knolle. Die zwickert sich durch die Gegend, starrt uns mitten in die Augen und schmeißt den Gläser und Geschirr von den Regalen. Meine schöne Sammelteller-Kollektion. Jetzt, wo ihr nicht da seid, ihr Kammerjäger, schnappt euch das Viech und schafft es fort. Aber wir sind doch gar keine... Ja, selbstverständlich, Sir. Wir schaffen die von Ihnen vom Hals. Tut mir leid, Sie haben ja gar keinen. Haha! Moment mal, was? Wir machen das? Denk doch mal nach. Wenn wir diese Kostokatze fangen, die nach Belieben warpen kann, kann ich vielleicht eine neue Technologie entwickeln, wenn ich sie eine Weile untersuchen kann und, so könnten wir unser Problem mit dem Warp lösen. Genial! Okay, ich mach das schon. Keine Sorge, Sir. Meine wackere Assistentin und ich werden ihre kleines Katzenproblem lösen. Sie haben Glück, Sir. Wir sind die Besten unseres Faches. Ah, die zweite. Die erste Antwort ist die lustigere. Deine was? Falls überhaupt bist du meine... Puh. Mir ist das sowas von egal. Seht einfach zu, dass dieses Ding verschwindet. Sonst lasst euch ja nicht mehr hier... Ach, keine Zeit zu beginnen. Zur Feder Shagnado! Okay. Ja, okay. Können wir nicht irgendwas Sinnvolles gerade in der Werkstatt machen oder so? Achso, ich habe keine Waffenteile. Aber wir können nichts Sinnvolles gerade tun. Okay. Ich müsste hier die Brücke erweitern, dass ich mehr Waffen haben kann. Okay. Willkommen beim Planeten Dion. Okay. Ein Komet. Plötzlich erfüllt ein grelles Licht das Schiff. Cassie springt aus ihrem Sessel und rennt zum Fenster. Was war denn das? Ach du liebe Krokette, das ist ja ein Komet. Faith, du musst wieder um die Gans sehen. Ein geißenteller Komet zerschneidet den Nachthimmel und taucht das Sternmeer in seine Nähe. In ein irisierendes Blau, Grün und Violett. Fast schon wie im Film.
schon mal näher an. Als die fette Chaknet und den Komet immer näher kommt, teilt er sich in zwei Kometen auf. Der kleinere Teil, der sich von größeren Brocken gelöst hat, verglüht in der Atmosphäre und hinterlässt überall kleine Gesteinsklumpen. Uff, ich glaube, wir sind getroffen. Wir hätten Vorsicht sein sollen. So, was könnte locker eine halbe Stadt ausradieren? Na, schade. Ich dachte, wir kriegen vielleicht Ressourcen. Ungünstig. Ein verlockendes Angebot. Cassie, wir haben ein Handelsangebot. Ich stelle mal durch. Hey, Captain, wir brauchen dringend Antimaterie und Erz. Wir geben euch sogar mehr Biomüll, als ihr uns gebt. Aha, hast du ein Angebot? 4 Antimaterie und 3 Erz für 11 Biomüll. Sorry, nö. Nein, ja, dann... Wir kommen sicher mit jemand anderem ins Geschäft. Trotzdem danke, dass ihr euch die Zeit genommen hatten. Habt. Ich weiß halt nicht, wofür wir die Ressourcen brauchen. Okay, die Knollen. Ja, unser Ruf hat jetzt beträchtlichen Schaden genommen. Crit instant, der Schild ausgefallen. Unsere Schilde halten. Diesmal sind wir nicht so lucky, dass das alles repariert ist. Aber Pilot schon. Don't! Auf der Suche nach einem Prinzen. Hey, du Kartoffel mit dem lila Hahn. Cassie und Faye sehen, wie ein wunderschön blondes Käsemädchen mit einem Lächeln auf sie zukommt. Haha, hi, ihr habt doch ein Schiff, oder? Ich will eine neue Crew. Wir nehmen doch nicht einfach jeden. Warum sollten wir dich nehmen? Ich kann mich auf einem Schiff nützlich machen und ich muss jemanden suchen. Ich muss meinen Ken finden. Moment, wait. Was? Was ist denn ein Ken? Nicht was, sondern wer? Ken ist mein zukünftiger Prinz in schimmernder Rüstung. Er ist liebenswert, attraktiv, fürsorglich, nett und einfallsreich. Bald ist es soweit. Ich habe Jahre auf ihn gewartet. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde nach ihm suchen. Ich werde meinen Ken finden und dann können wir heiraten und Kinder kriegen und in einem süßen Haus auf dem Lande wohnen. Und er kann kochen und putzen, während ich so richtig Karriere mache. Das wird für uns ein absolut perfektes Happy End. Ist das Barbie? Also irgendwie mag ich sie. Also was meinst du? Ja, warum nicht? Willkommen an Bord, der fette Chaknet, Freundin. Wie heißt du eigentlich? Barbie! Barbri! Hahaha! I see! I see what you did there! Dass ihr euch aufnimmt. Ich freue mich schon riesig drauf, das Universum zu können und meinen Ken zu finden. Ich helfe dir nur gerne, aber ich kann es kaum warten, deinen Ken kennenzulernen. Das ist ja so romantisch. Ja, ich kann es auch nicht erwarten. Und mir wäre es auch egal, wenn es ein Jane oder kein Ken wäre. Das Geschlecht ist doch eh nur ein soziales Konstrukt. Stimmt's oder habe ich recht? Okay, Barbri gehört jetzt unserer Crew an. I see. Oh, wir haben 20 Erz gefunden. Nadel im Heuhaufen, Fay. Die werden wir nie finden, wenn... Schon gefunden! Was zur... What? Wie das denn? Immer wenn das Raumzeitkontinuum zum Warpen gebeugt werden muss, bleiben keine kleine Gravitationsströmungen übrig. Das sind praktisch unsichtbar und extrem schwer zu finden. Aber wo ich nun mal so genial, intelligent und so weiter bin... Vergiss nicht, bescheiden. Jedenfalls ist es mir gelungen, die genaue Position der letzten bekannten Strömung zu finden. Sie ist auf dem Planeten Berui, Cassie. Der ist gar nicht weit. Wir müssen uns beeilen. Berui, was? Wir sind schon unterwegs, du Stubentiger.
Das ist kein Zeichentrickfilm, Cassie. Ich habe diese Anspielung nicht verstanden. Ah, nein, 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 nicht erkunden. Okay. Waffenteil Erbsenpistole. 30 Energie, okay. Trommelfeuer. Der Pazifist, Schrapnell. Succubus und Apollo. Mhm. Hier können wir Stuff kaufen. Okay, wenn es Teile ausgehen. Julie Moore. Eine Zwiebel. Julie Moore ist eine starke Vorkämpferin für die Rechte von Zwiebel und anderen Minderheiten. Sie hat sich klar gegen Rassismus ausgesprochen, bereits als Jugendliche die weiten Galaxien gedrängt, die sortenreinen Trennung von S-Bahn endlich abzuschaffen, was auch geschah. Saitamago, ist das nicht One Punch Man? Ein Superheld, der erst neulich seinen Namen geändert hat, um der ultimative König des Einzeilers zu werden und jeden mit nur einem einzigen Einzeiler total fertig zu machen. Mac Skellington, der Kürbiskönig aus einer weit entfernten Stadt, jammert, dass Weihnachten so schnell langweilig wird. Er fragt sich, welche anderen Feste es wohl noch geben könnte, die er in seiner eigenen Kultur assimilieren könnte. Das ist doch aus, aus dem Ding, da war man doch, Ding gespielt. Ich weiß, dieses Halloween-Zeugs, ne? Ewart Norton. Ewart hat schon als junger Eiling sein Nest verlassen, um sich das Universum anzusehen. In all den Jahren des unsteten Lebens, höchstens von einem Raumhafen zum nächsten, ist er zu einem ziemlichen Casanova geworden. Und deshalb ist er nun auf der Flucht. Und kein Unterhalt für gleich mehrere Kinder bezahlen zu müssen. Okay. Schade, ich habe leider... Mein Schiff ist voll schon. Ich habe Barbri mitgenommen. Dein Basislabor. Rumpfverstärkung. Mehr Treibstoff. Mehr Lagern. Ladungskondensator. Boah, das so ein Kondensator wäre schon nicht schlecht. Also, wir bauen uns direkt mal das Labor und die Akademie. Und ein Ladungskondensator wäre schon nicht schlecht. Wie viel Cash haben wir denn noch? Ja, kaufen wir uns direkt mal so ein Level. Oh, okay. Okay, also. Wir würden hier. Ja, nehmen wir das mittlere. Das scheint mir okay zu sein. Und dann holen wir uns noch so einen Treibstofftrank. So. Da haben wir unser Schiff abgegradet, ey. Oh, okay. Ah, das ist eine Forschung? Reparaturcrew. Aha. Ja, dafür haben wir jetzt kein Cash mehr, ne? Geil! Schrapnellmeister. Chance auf ein perfektes Schrapnell bei der Herstellung. Chance auf einen besseren Laser bei der Herstellung. Ah, oh, okay, interessant. Okay. Dann tun wir die mal
Na, wir brauchen das nicht gerade. Und wir haben auch keine Waffen, ne? Hier fehlt ein Movie Suit Gundam Anspielung passend zum Weltraum. One Night Before Christmas. Ah, okay. So, alles Geld auf den Kopf gehauen. Euch geben wir nicht nach. Okay. Zu Palace wird der ewig dauern, diesen Rumpf da zu schildern. Vielleicht am besten zuerst die Waffen angehen. 600, das ist krass. Okay. Wir laden jetzt besser und schneller, ne? Alter, das geht ja super schnell jetzt. Geil. Bah, Crit, tschüss. Boah, Alter, ne, Erbsenkanone auch nicht gekrittet. Mit 700. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie viel wir bekommen. Das vernichten, deswegen vernichten wir das. Um es herauszufinden. Ja, ich habe zu viel Energie. Was okay, dadurch, wir generieren jetzt viel schneller Energie, das ist gut. Brauche ich dann eine Waffe, die das ausgleicht. Das heißt, ab dritte Runde können wir immer doch beide schießen lassen. Das ist richtig gut. Seht ihr, wir haben 1000 Credits bekommen. Aber direkt noch ein Kampf. Ah nein, okay, Weggabelung. In drei Richtungen, wobei die Mittelroute der geplante Kurs ist. Cass und Fame müssen nur entscheiden, welche Route sie anschlagen. In finsteren Forst, in den tosenden Wasserfall oder die geplante Route. Was sagt ihr? 1, 2 oder 3? Ah, schön, dass da Zahlen dabei sind. Ey, mein Rechner rödert hier rum. Zwei. Wasserfall. Okay, ihr wollt in den tosenden Wasserfall? Ah. Wiederspiellogik. Hinter dem Wasserfall gibt's immer Loot. Schau mal, Faye. Hinter dem Wasserfall liegt ein kleiner Alkoven. Cassie und Faye entdecken darin auf dem Boden ein Stück Papier. Sie heben es auf und schon haben sie einen Bauplan für eine Waffe. Zweimal Apollo. Geil. Okay. Da ist sie. Die ist größer als ich. Heiliger Stapelchips. Das war eine fette Katze. Also, ich habe sie jedenfalls gefunden. Du bist dran. Fang sie. Ich mach das schon. Denkst du, ich bin nicht vorbereitet? Dann pass mal auf. Hab ich sie noch gleich? Übrig gebliebener Weltraumschnitze füttern. Mit übrig gebliebenen Sojabürgern. Schnitzel. Ich habe ein paar Reste aus dem Schrank der Crew. Schätze mal, wir werden einen Köder brauchen. Hoffen wir bloß, sie steht auf das, was du an sie verfüttern willst.
Bitte schön, meine Kleine. Hoppla, pass auf die Finger auf. Moment mal, das waren doch meine Weltraumschnitzel. Du frisst viel zu viel. Hör auf zu jammern. Hab dich, du kleiner Kracker. Ja! Yeah! Hoppla, was zur Knolle? Nimm das Netz von hier runter, Faye. Oh, das steht unter Strom, das geht nicht. Ja, haha, Dr. Arthur wird erfreut sein, dass wir dieses Ungeziefer endlich geschnappt haben. Er freut sich gewiss schon drauf, die Testlabore vorzubereiten. Wer bist du denn? Was hast du mit ihr vor? Ich bin der Drei-Groschen-Opa, der beste Gegner der gesamten Eclipse. Oh, und wir werden schon noch rauskriegen, wie dieses Kätzchen tickt. Dr. Arthur wird es aufschlitzen und auf links ziehen. Nur so können wir uns die Sache ganz genau ansehen. Ich glaube, dieses Kätzchen ist der Schlüssel für die nächste Generation der Warp-Technologie. Besten Dank auch, dass ihr sie für uns gefunden habt. Aber wir müssen nochmal. Zurück mit euch, ihr Grünschnäbel. Nur bei unserer Leiche. Eine unglückliche Wortwahl. Abfackeln! Achtung, Bosskampf. Oh oh. Tja. Die Augen, GG. Ja, gut. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe keine Waffen oder so. Oha. Leert die Käfige, Jungs. Wir brauchen alle Feuerkraft, die wir nur kriegen können. Zeit, diese neue Technologie zu testen. Faye, wir müssen diese Käfige aufbauen und Kreaturen retten. Der darf die nicht leeren. Hoffe, das klappt. Hoffe, das klappt. Das Ave Maria! Das hat Rumpfschaden gemacht, ne? Ich Idiot. Tja. Ach, das entleert die Ladung. Upsala. Okay. Wappnen. Ja, das war doof von mir. Ja, ich weiß. Ich weiß. Er bufft die jetzt einfach hoch, oder was? Ja, der wappnet jetzt komplett hoch. Das Doofe ist, ich kann nicht alle Käfige jetzt retten. Weil ich es verkackt habe hier so, ne? Aber ich hätte sowieso einen anderen erwischt, leider. Jetzt leert er leider. Ah, die eine kriegen wir noch. Nicht? Die ist immer völlig OP. Unsere Special-Fähigkeit ist komplett nutzlos. Etwas als Wiepernstoß. Der hatte super krasse Sachen. Ich probier's jetzt nochmal. Ja, ich kann nicht schießen dann. Das ist das Problem. Alter, der hat 3 oder 4 Special-Dinger. What the fuck?
Alter, what the fuck, ey? Die Kanone existiert gerade so noch. Okay, aber jetzt puste ich ihm seine Kanonen komplett weg. Vorwärts! Kollisionskurs, what? Ja, er macht jetzt immer wieder Kollisionskurs. Weil Schilde bringen auch kaum bis gar nichts. Aber ich werde trotzdem gewinnen. Er kriegt halt mehr Schaden als wir. Er debufft uns jetzt wieder. Und da hat er seine Runde jetzt verschwendet und damit ist er. Ich ärgere, dass er das entladen hat. Ich hätte mehr retten können. Aber gut, jetzt wissen wir das. Hopfenbrenner. Hopfenbrenner? Blendgranate. Kunsthandwerk hat sie gelernt. Sehr gut. Hopfenbrenner Level 2. Kette. Angriffe springen zufällig dreimal zu einem anderen Ziel, verursacht bei jedem Treffer 10% weniger Schaden als vorher. Was ist das? Ist das Laser? Mhm. Upgrades. Also Barbie kann jetzt ordentlich produzieren, ne? Blendgranate. Schrapnell und Lasermeister. Blendgranate ist aber Rakete. Was soll das da sein? Das ist Rakete. Was ist... Moment. Das ist Schrapnell. Was ist los, Garfield? Was kann ich für dich tun? Was ist da los? Hm? Wobei kann ich dir helfen? Hm? Wobei kann ich... Was kann ich für dich tun? Hm? Morgen gehen wir zum Tierarzt. Okay. Auch wenn das dir nicht gefällt. Das Problem ist, ich kann das nicht herstellen. Es hat Raketestreuung. Ich hab sie, aber sie kann... Kunsthandwerker... Bringt uns halt leider nichts. Uff, der gute Doktor wird davon erfahren. Uff. Hey, hast du die Kostokatze gefunden? Ist sie wohl auf? Ich suche jetzt gerade nach ihr. Wir werden sie schon finden. Sie muss sich weggeworbt haben, als sie mit diesen Idioten zu tun hatten. Moment mal, was war das denn? Bin mir ziemlich sicher, das kam aus dem Maschinenraum. Vielleicht blinde Passagiere der Eclipse? Das war die Katze, ne? Diese Loser wissen aber nicht, wann sie aufhören sollen. Gehen wir! Die Katze hat eine Autoimmunkrankheit. Das Zahnfleisch entzündet sich und dadurch kann die Katze nichts mehr essen, weil es so weh tut. Und das war der Geduld, lieber nicht überschreiben. Ich zähle bis jetzt bis. Hä, was geht hier vor? Was hast du denn im Maschinenraum vor, du kleines Kätzchen? Autsch, nicht kratzen. Böses Kätzchen! Der Kern des Swap-Antriebs scheint die Essenz der Kosmokatze zu absorbieren. Diese Essenz braucht vielleicht nur ein Medium aktiv zu bleiben und irgendwie ist sie bei der Kosmokatze gelandet. Oder vielleicht wurden sie auch Absicht damit versehen. Hä? Nur der Warp-Antrieb scheint sie komplett aufgesogen zu haben. Wahrscheinlich kann sie jetzt nicht mehr warpen.
Können wir... Nein! Ich weiß, was du denkst. Nein! Aber wir können sie doch hier nicht ganz allein zurücklassen. Diese Vollpfosten von der Eclipse werden es auch weiterhin auf sie abgesehen haben. Seit wann redest du von dem Ding, den sie... als wäre sie einer von uns. Tu nicht so, als wäre sie von einer von uns. Ah, verdammt! Aber das ist sie doch! Das kannst du doch nicht bringen! Sie werden sie sezieren und kranke Sachen mit ihr machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind jetzt für sie verantwortlich. Okay. Wie nennen wir die Katze? Na los, kleine Katze. Na, schaust du mich so an? Wie nennen wir die Katze? Können sie einfach ganz billig Neko nennen oder so? Was Stripes? Warum Stripes? Fluffy! Oh, Fluffy ist ein guter Name. Fluffy! Fluffy, also gut. Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Kleine Miete. Dann mal los, Fluffy. Dank dir funktioniert der Raumantrieb nun besser denn je. Miau. Noch eine Idee, wohin es jetzt gehen soll? Nein, wir gehen einfach in den Warp und schauen, wie weit wir kommen. Ich wette, dass diese Oper nicht die einzige Stärke der Eclipse hier ist. Wir sollten einfach verschwinden. Bereit für die Aufreise, Fluffy? Mau. Zur Knolle klar. Braves Kätzchen. Oh Gott. Jetzt haben wir Fluffy. Ich habe hier eine dumme Katze hier. Schlawiner. So. Taxi zum Zentrum. Eigentlich könnten wir ja uns eigentlich könnten wir uns hier noch ein bisschen erkunden und Stuff mitnehmen, ne? Hannah Solist. Hannah hat immer ein niedliches hamsterähnliches Wesen in ihrer Tasche dabei, der auf den Namen Rebecca hört. Sie sagt, sie kann Rebeccas Gequiete verstehen, aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Marcelina. Seit ihr Freund fort ist, möchte Marcelina nicht mehr an einem Ort bleiben, wo sie alles an ihn erinnert. Sie reist mit der Gitarre auf den Rücken durch das Universum und sucht das Problem. Jason Nagnor. Jason Nagnor behauptet, von einer Bande von Kopffüßern verfolgt zu werden, doch er ist wild entschlossen, weiter zu flüchten. Niemals aufgeben, niemals ergeben. Ellie Ripley. Ripley hat bereits eine Menge schlechter Erfahrungen in Wälder gesammelt und jetzt hilft sie selbstlos arbeitslosen Entdeckern, damit sie nicht in die gleiche Situation kommen wie sie damals. I see. Ach so. Okay, ja, ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie... An der nächsten Galaxie sollte man ein bisschen erkunden. Uff, wo ist der Händler? Wir läuten jetzt schon seit einer halben Ewigkeit. Wo sind denn nur alle? Am helllichten Tag sollten hier deutlich mehr Leute unterwegs sein.
Schon ein wenig unheimlich. Tragen ja alle so eine Uniform wie vom Militär. Das Abzeichen da habe ich noch nie gesehen. Hey, schau mal, diese Kiste ist ja voller Waffen und so. Und Staub. Proviant, Funkgeräte, Medkits. Alles ziemlich alter Kram vom Militär. Hier ist noch mehr. Und schau mir deren Hangar an. So viele Schiffe. Hatten sie sich auf einen Krieg vorbereitet? Oh, hier ist ein aufgezeichneter Notruf. Lass mal sehen. Vielleicht bekommen sie ja, bekommen wir so ein paar Antworten. Ihr spricht die alle Schiff uns angegriffen. Königin Julia braucht Hilfe. Schlafen. Nicht aufwecken. Okay. Ruft verstärkt. Das ist alles? Man kann aber kaum was verstehen. Klingt so, als eine gewisse Königin Julia in Schwierigkeit oder so. Dieses Kollektiv Pennen erinnert er mich an ein altes Märchen. Weißt du noch, eins von denen, die Opa Gigi uns früher erzählt hat? Wo diese Prinzessin schläft und ihr gesamtes Königreich gleich mit ihr und sie dann von einem Prinzen gerettet wird. Ja, und? Dornröschen? Ist aber eine Königin. Okay. Sie will eine Prinzessin retten. Nicht Dornröschen, okay. Okay. Wir haben eine Energiequelle geortet und jetzt hat ein wir der Prinzessin zu Hilfe. Pff, es wird tatsächlich die Dornröschen. Ist das jetzt das Richtige? Wir müssen doch mindestens 10 dieser Energiequellen durchgegangen sein. Jetzt beschwerst du dich. Egal, das soll das Richtige sein. Immerhin ist das die Größte. Okay. Schlachtfeld. Ich sehe nichts, außer komische Lichtdinger und ein paar Ranken. Ah, okay, das Zeichen haben wir doch schon gesehen, ne? Die Ranken fressen die Teile der Schiffe auf. Manche sind von denen sind fast so dick wie du, Cassie. Ja, Moment mal, was? Faye! Ich glaube, dahinter diese Dornen ist ein großes Gebäude. Oh, die Dornen. Das Schloss der Prinzessin, was von Dornen umgeben. Müssen durch diese Dornen durch. Okay. Ein paar Spezialwerkzeuge. Oh, jetzt haben wir ein paar neue Fähigkeiten für Faye. Niemand will ein kostenloses Spiel haben? Was ist denn los mit euch? Ein S. Oho. Okay, krass. Bleib bei der Erbsenkanone.
Problem ist, wir haben halt keinen, dass der Dude ist halt Handwerksspezialist, genauso wie sie auch. Laserspezialist und Kampfspezialist. Eigentlich müsste sie aus der Akademie raus. Und kämpfen. Endless Space habe ich gespielt. Ach, ich fand's nicht so geil. Endless Space habe ich gar nicht gespielt. Wow, okay. Wir sind stark. Okay, sehr gut. In 3 Runden. Scheiße, da kriege ich die gar nicht platt. Und 100 Schaden und ein bisschen Bonusschaden. Ich kann es nicht ändern. Okay, also... Okay, ja, 1500 haben wir bekommen, also so schlimm ist das jetzt nicht. Wir hatten nur einen Taui bekommen. Okay. Ja, Rumpfschaden ist egal, das Problem ist. Dass die Kanonen kaputt gehen, das wollen wir nicht. Alter! Mit 4 Leben überlebt er keinen. Dankeschön. Gut. Garantiert nicht.
12 Treibstoff. Aha. Und Trommelfeuer haben wir bekommen. Noch ein... Okay, gut. Faye klettert über den Berg aus Schrott und altem Werkzeug zu Cassie. Schon was gefunden? Es gab nichts, womit ich uns durch diese Ranken arbeiten könnten. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, ich habe was gefunden, aber ihr kommt nicht drauf. Sondern diesen Haufen Zeug, aber ich kann es sehen. Gleich da. Ich komme einfach nicht dran. Oh. Faye starrt Cassie an, während diese versucht, an das heranzukommen, was auch immer sie gefunden haben will. Cassie dreht um, windet sich hin und her, um irgendwie doch in der schmalen Lücke zwischen dem Zeug zu kommen. Auf den Schrotthaufen schießen. Wir helfen ihr mal. Geht lässig hin und her, wackelt hinter ihren Schwestern hier rüber, nimmt Maß und verpasst ihr einen Tritt, der sich gewaschen hat. Autsch, was machst du? Hey, das tut weh. Oh, Moment, es klappt. Los, weiter. Ich hab's gleich, aber ohne Absatz, klar? Ich hab sie, eine große Schere. Wow, okay. Moment. Faye, was machst du da? Muss ich mir Sorgen machen? Ich denke schon. Was machst du da? Ich hol deinen fetten Hintern aus diesem Haufen Zeug raus. Ich werde mir mit Sicherheit nicht den Rücken ausrenken, nur um dich rauszuziehen. Ich habe dich mit dem Schiff verbunden. Jetzt lege ich Rückwärtsgang ein. Festhalten! What the fuck? Was? Nein! Das hört sich viel zu gefährlich an. Mein Hintern ist doch gar nicht so fett. Zieh mir doch einfach mit Händen raus. Faye? Faye! Wie gut. Ja, wir sind durch. Die sieht nicht besonders... Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich alles gefunden haben, uns durch dieses Dinger durchzuschlagen. Da ist sie, die Prinzessin. Captain Cassie ist da, um den Tag zu retten. Nur keine Angst. Das wäre dann wohl Königin Jule sein. Nicht zu fassen, dass nach all den Jahren immer noch am Leben ist. Fragt man sich doch, was für Konservierungsmittel, die sich wohl reinziehen. Bin mir ziemlich sicher, dass diese finster aussehenden Maschinen etwas mit den ganzen Sachen hier zu tun haben. Kann man die abschalten oder so? Hacken? Keine Ahnung, setz doch mal deine nerdigen Superkräfte ein. Ich weiß nicht, wenn ich nur wüsste, was diese ganzen Kontrollen da soll. Aber dann schicke ich noch uns schlafen, weil ich das Falsche drücke. Ich weiß nicht, was wir machen. Geh mal, ich weiß, was wir machen. Geh mal etwas zurück. Cassie, warum holst du deine Rohrzange raus? Du wirst dieses Ding nicht auseinanderbauen können. Ich, Captain Cassie, die Große, werde den Drachen besiegen und die Prinzessin aus ihrem Schlummer erlösen. Krach. Damit hätte ich rechnen sollen. Der Drache ist besiegt, Königin Julia! Was geht hier vor? Guten Morgen, Eure Majestät. Ich bin Captain Cassie, das ist Faye. Und wir sind diejenigen, die euch aus eurem Schlummer erlöst haben. Oh, hab vielen Dank, Captain Cassie. Mein Volk steht in deiner Schuld. Keine Ursache, Eure Majestät. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Wir wurden angegriffen eines Tages. Wir gingen alle gerade unseren täglichen Geschäften nach und es gab keinerlei Vorwarnung. Der Feind wollte unsere Galaxie als eine Art Festung für sich erobern. Wir versuchten uns zu wehren. Doch, ich weiß nicht, was sie getan haben. Doch nun, habt ihr gesehen, welchen Zustand ihr uns vorgefunden habt. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer euch das angetan haben könnte? Ja, das muss dieser Commander gewesen sein. Diese Kartoffel mit der Brille und der Schnurrbart. Was ist deren Anführer? Die Kartoffel mit der Brille und dem Schnurrbart. Ja, seine Brille sah deiner sogar ähnlich aus. Sehr ähnlich. Oh oh. Ein Commander mit ähnlicher Brille wie meine? Das klingt doch irgendwie nach... Opa Gigi? Verzeihung, hast du das gesagt? Nein, gar nichts, überhaupt nichts. Wir sollten dann wirklich gehen. Wir haben andere Sachen zu erledigen. Dann bleibst du gar nicht. Ich wollte zu deiner Ehren ein Festbankett geben. Ist schon gut, ich habe das ja nicht wegen des Ruhms getan. Oder um eine holde Maid zu freien. I see. Leb wohl, hab vielen Dank. Tja, jetzt wo die weg sind, ist es an der Zeit, die Dinge wieder auf Kurs zu bringen. Ich habe dank diesem Commander schon genug Zeit vergeudet. So viele Galaxien zu erobern, so viele Planeten zu versklaven. Ist Gung Sufta Gung greift. Naft auf da, Sokoran. Wer hätte das gedacht? Oh, Schrapnell, sehr gut. Schrapnellmeister. Okay, also wir haben irgendeine teuflische Tuse befreit. Schwierigkeit 2, Schwierigkeit 3.
Wow. Eine perfekte Trommelfeuer. Übersicht. Also sie hat sogar besonderen Schutz, ne? Eine perfekte Trommelfeuer. Ich überlege, ob das sinnvoll ist. Der Hopfenbrenner ist halt wirklich gut, ne? Der Hopfenbrenner ist halt wirklich gut, aber die Schrapnell ist auch nicht schlecht. Okay, er kann Raketen herstellen. Dann werden wir ihm eine neue Fähigkeit geben. Womit er vielleicht was Besseres herstellen kann. Plasma und Erz. Schwierigkeit 2. Das war auch gerade, ne? Das war ziemlich knapp. Plasma und Erz. Also Erze brauchen wir auf jeden Fall. Und was ist das? Plasma. Dann gehen wir hier hin. Okay. Ressourcenlager. Hey, der Scanner hat was entdeckt. Irgendeine Kiste, die im Weltraum treibt. Oh, vielleicht ein Schatz. Vielleicht auch nur Schrott. Ja, klar. Hey, hilft die... Oh, eine Falle. No! Jetzt hätte auch Ressourcen sein können. Ne? Fan bemerkt eine Gruppe Essbarer. Essbarer, die sich zusammen ein Stück Papier geschart haben. Hm, diese Essbaren scheinen sich verlaufen zu haben. Sollen wir diesen Dudes helfen? Okay, ja, halten wir an. Cassie und Faye stoppen ihren Schiff und zeigen S-Bahn die richtige Richtung. Die für diese Hilfe dankbaren S-Bahn zeigen sich mit einem wichtigen aussehenden Papier erkenntlich, das sie gefunden haben. Brandgranate der Stufe 2. Das war's? Okay, aber wir haben super viele Ressourcen bekommen. Großkampfschiff. Eine bessere Railgun, okay. Der kann alles, aber nichts richtig.
Ne? Das ist ja echt beschissen. Dann gebe ich mal Barbie nochmal die Möglichkeit, neue Fähigkeit zu bekommen. Die ist gut, aber den Schorsch Hase, den schmeiß mal raus. Wahrscheinlich. Weil er kann alles, aber nichts richtig und das sollte nicht sein. Ein paar Spezialisten wäre schon wichtig zu besitzen. Na, scheint, als hätten wir dich eingelegt. Aha! Großkampfschiff der Grünen. Was zur Hölle? Trifft alles. Drei Ladungen. Okay, dann versuchen wir mal direkt. Oh. 60 bis 90 ist ordentlich. Boah, Double Crit! Autsch. Das hat wehgetan. Never ever. Never ever. Und wir da eine Kapitulation an. Boah, Double Crit. Nice. Oh, er will mein Schiff ran. Schilde sind oben, da können wir nichts verhindern. Hi, Dreamer. Alter, wieder Double Crit. Okay. Cassie ist gerade unterwegs, da sieht sie eine Brieftasche am Boden liegen. Sie hebt sie auf, schaut sie hinein, bemerkt, dass keine Ausweispapiere drin sind, auch sonst nichts. Nicht mal Stärke. Wir geben es hinein, Polizisten. Als Cassie die Polizeiwache betritt, fragt gerade ein anderer Essbarer nach seinen verlorenen Brieftaschen. Als er erfährt, dass Cassie sie gefunden hat, ist er so leicht und dankbar, dass er die ehrliche Finderin mit einer gewaltigen Menge Stärke belohnt. 600, naja. Essbarer, so nennen sich die Charaktere des Spiels. Das sind ja Gemüse und sonst irgendwas, ne? Klar. Okay, jetzt hat eine Kiste. Ja! Dass die Scanner sagen, das Ding ist leer. Looten, was das Zeug hergibt. Scheiße. Ey! Das ist super gemein. Wieso? 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 Unser Schiff wurde beschädigt. Ich muss sowieso jetzt hat. Die Waffen sind super beschädigt. Da müssen wir uns überlegen, ob wir da irgendwie irgendwas in Zukunft da. Schön, dass es da kostenlos repariert wird. Wir verschwenden halt ein paar Solz, ne? Aber wir müssen auf jeden bisschen Stuff jetzt mitnehmen und leveln. Ja, Schrapnellherstellung, gut, okay. Aber sie hat doch schon gute Trades. Sie wird jetzt halt nur besser. Mhm. Können wir uns nicht leisten. Das wäre natürlich jetzt Hammer. Zwei zusätzliche Dudes wäre noch auch noch mal geil. Also sie ist Schrapnell-Experte und Laser. Also für Schrapnell hätten wir auf ihn jetzt wirklich jemand richtig krasses. Er kann halt alles. Schrapnell, Rakete, Railgun. Er, das ist halt so ein bisschen. Er hat halt. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich kann mal jetzt ein paar Blendgranaten herstellen. Aber wir brauchen auf jeden Erze.
Das wäre auch sinnvoll, dass die Waffen repariert wird. Ja, machen wir. Ist halt einfach nützlich, sage ich jetzt mal. Da haben wir wieder weniger Geld, aber... So, wir brauchen Bio. Wir brauchen dringend Bio und Erze. Also irgendwas ist mit Twitch kaputt. Kann man die... Ich würde die gern verkaufen und nicht wegschmeißen, aber... Ich habe jetzt nicht die wirkliche Möglichkeit, da zu handeln. Aber okay. Genau, wir werden jetzt nochmal ein paar Blendgranaten rausballern. Ja, ihr seht's nicht. Aber bei mir irgendwas bauen die da im Chat rum. Mein Bot connected und disconnected immer wieder. Also so oft wie angeblich Leute jetzt in den Stream kommen, wieder aus dem Stream rausgehen, never ever. Lecker. 200 Schaden mit nur einem Schuss. So will ich das sehen. Jetzt zerstören wir die obere Waffe. Boah! Der Laserschuss ging daneben. Okay, wir helfen jetzt Slot 1. Und dann zerpflücken wir das obere Geschütz. Ach so. Ich habe gar nicht gesehen, dass es nur 400 Rumpfding hat. Da hätten wir es instant zerstören können. Ja, das ist Panne gewesen. Gerade. Ich habe gar nicht gesehen, dass es nur 400 Rumpf haben. Oh, das war ein ordentlicher Crit auf deren Schilde. Autsch, das tut weh. Oh, RIP. Das waren gute Crits gerade. Cassie, ein Meteor kommt direkt auf uns zu. Was machen wir jetzt? Hoch, runter oder Schilde? Was sagt ihr? Hoch, runter, Schilde. Bekommt Bonis. Ja, stimmt. Also 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Okay. Ja, tatsächlich haben wir jetzt 1, 2 oder 3. Machen wir 2. Schilde, das klingt ein bisschen katastrophal, ehrlich gesagt. Sie dauern mit dem Schiff scharf nach unten ab. Der Meteor fliegt sie über sie hinweg und verliert das Schiff komplett. Puh, daneben. Hoch. Zieh hoch! Okay. Nichts passiert. Also, nichts Besonderes. Wir haben ein bisschen Ressourcen bekommen, ein bisschen Stärke.
Okay. Ist Schwierigkeit 3, glaube ich. Aber mal schauen. Da gibt es Biomüll. Das ist jetzt auf das Erkunden nicht. Mir fehlt Biomüll momentan. Unsere Scanner haben einen Pfad entdeckt und anscheinend werden schon vor längerer Zeit zurückgelassen. Wirklich? Gehen wir an Bord, mal sehen, was wir da finden können. Für wahrscheinlich wurde das schon geplündert. Willst du noch an Bord? Na klar! Cassie und Frey packen neben dem Frachter und gehen an Bord. Das Schiff wurde zu großen Teilen bereits geplündert, doch sie finden eine gut versteckte Luke zu einem Frachtraum, die bis dann noch niemand geöffnet hat. 600 Stärke! Cassie, du dich! Cassie führt im Zentrum ein Blatt Papier, das von allen Unbeachtet auf dem Boden liegt. Ihr juckt es in den Fingern, erstmal näher anzusehen. Klar. Alles looten! Cassie greift sich das Papier und öffnet es voller Begeisterung. Ah, nur ein Bauplan. Wahrscheinlich klaut diese verfluchte Katze wieder nur irgendwelchen Kram. Ich bring das mal wieder zurück in die Werkstatt. Was? Ohne Kampf? Okay, ich meine, ist cool. Ist okay. 40. 40 Bio. Okay, ich mach mal. Wenn ich Loot verliert, ich muss looten für meinen Lootgott. Hä? Ein Notruf von einem Frachter. Die sind gestartet, bitte uns bei ihnen bei den Reparaturen zu helfen. Was brauchen die denn? Material, um ihr Schiff wieder zusammenzuflicken. Sie sind bereit, für unsere Hilfe zu bezahlen. 10 Plasma. Ja. Wie viel ist deren Fracht wert? Ja, komm. Packen wir das Wasser ein, schicken das Zeug dann rüber. 700 Stärke. Nice. Gut, dann haben wir getradet 10 Plasma für 700 Stärke. Naja. Frey bewegt eine Gruppe Essbarer, die sie zusammen um ein Stück Papier geschart haben. Oh, da helfen wir denen. Okay, also noch einfacher Ressourcen kann man wohl nicht bekommen. Jetzt dicke Biomüll bekommen. Das war ja easy. Aufpassen, dass uns Treibstoff nicht ausgeht. Aber wir können dann in die nächste Galaxie vordringen. Okay, dann erkunden wir zwei, dreimal noch dieses Ding hier und dann gehen wir. Cassie und Faye decken die Tiefe des Alls an ein solches Schiff. Cassie bringt ihr Schiff näher ran, um einen Blick zu riskieren. Scheint sich überhaupt nicht zu bewegen. Ist das alles ausgefallen oder was? Sieht wie eins dieser richtig alten Schiffe aus, die in diesem Museum stehen, die uns Opa Gigi immer mitgenommen hat. Zählt ein Notruf. Offenbar ist das die Mary Celeste. Ich habe vor dem Schiff gehört, das gibt schon seit Jahren als verschollen. Was macht das nur hier? Sollen wir es rausfinden? Na klar, direkt mal anschauen. Sie dockern die Mary Celeste an und gehen an Bord des Schiffs. Als die Luftschleuse treten, fällt ihnen zuerst auf, dass das Schiff totenstill und leer zu sein scheint. Cassie und Frey gehen vorsichtig weiter und suchen nach Spuren von Leben auf dem Schiff. Plötzlich erwacht das Intercom des alten Schiffs zum Leben. Verschwindet! Ihr müsst von hier fort! Bevor sie kommen, verschwindet! Als das Intercom summt, verstummt, schlängeln sich dünne Nebelschwaden um ihre Füße. Ein seltsames Kratzen kommt aus den Gängen vor ihnen. Cassie und Frey flüchten sofort zurück auf ihr Schiff und fliegen so weit wie möglich. Als sie davonfliegt, bemerkt Frey, dass sie in aller Eile möglichst schnell aus dem alten Schiff zu kommen, außer sie einige Teile Schrott mitgenommen hat. Haha, geil! Haha, Ninja-Looten! So muss das laufen! So muss das laufen! Oh, das sind aber große Kanonen. Dann machen wir noch Kollateralschaden. Okay, wir schützen direkt das.
Fassrolle! Ja, das ist wichtiger. So. Was? Der hat einfach komplett getroffen. Davor habe ich ihn zerstört. Wenn noch einer krittet, dann ist er direkt tot. Und RIP. Wir kriegen halt Treibstoff, wenn wir die zerstören. Das heißt, die Erkundung war dann umsonst. Ich habe verdammt viele Ressourcen bekommen. Holy shit, ey. Also wir können uns auf jeden... Schrapnell, Trommelfeuer. Hey, ja. Ja, 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 ja. So, man kann hier nichts verkaufen, ne? Ah, ich schau mal kurz, ob ich richtig liege. Tatsache, doch, wir können verkaufen. Wow, für sogar super viel Geld. Oha, okay. Krass, ich wollte 3000 weggeschmissen. Ist aber nicht so schlimm. Ey, wir haben jetzt super viel Geld, ne? Ja, gut, dann erstmal direkt, Mannschaftsquartiere upgraden. Die Brücke upgraden. Lagerkapazität. Treibstofftrank. Rumpfverstärkung. Wir brauchen auf jeden mehr Cash, also mehr Energiegenerierung pro Runde. Wenn wir jetzt mehr Leute haben, die schießen wollen, brauchen wir mehr Energie. Okay. Ja, ich wollte eigentlich noch... Jetzt habe ich vergessen, einen Dude zu kaufen. Ja, ich bin jetzt dort schon dabei, unsere Materialien umzuwandeln. Aber wir könnten auch Materialien verkaufen. Okay, das sehen wir gleich, je nachdem, wen wir anwerben wollen. Nagy Winterfeld, Raketenspezialist. Nachdem er sein Studium an der Uni abgeschlossen hat, beschloss Nagy, im gesamten Universum alle Formen der Arkanen zu stören. Ist das nicht Magister Nagy Magi? Um noch besserer Lehrer werden zu können. Naja, I see. Anime für die, die es... Also, eigentlich Manga. Anime gibt es, glaube ich, aber auch. Ernie Mac, Handwerksspezialist. Als einer der witzigsten Kombinis-Kostos fliegt Ernie jetzt zu den Sternen, um auf noch mehr Gesichter ein Lächeln zu zaubern. Chance auf Rückerstattung von 50% der verwendeten Ressourcen bei Abschluss der Herstellung. Mhm, also ein Handwerksspezialist. Oh, ein Laser. Jim Jum, die spirituelle Knolle möchte die Abscheulichkeit des Gleichgewichts lehren. Lily Pat,
Lil Pat vermisst wirklich ihren Marshmallow. Sie wurde... Okay. Wie heißt die? Wie heißt die Serie? Das ist so ein, How I Met Your Mother, ne? Sie wurde vor mehreren Halloweens getrennt, doch noch hat Lil Pat die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht aufgegeben. Oh. Auch eine Raygun-Spezialistin. Toshigi, berühmt dafür, dass er sich bei seinen Konzerten fast per Headbanging in der Frührente befördert hätte. Jetzt muss er eine Hauskrause tragen, um sich halbwegs gerade halten zu können. Doch er ist immer noch so cool und verträumt wie immer. Wer ist das? Hey, Blood Trader. Schaut lustig aus, das Spiel. Ja, mich würde interessieren, ob Entwickler dafür zahlen müssen, damit sie auf der Startseite von Steam landen. Kann gut sein, Ray. Kann gut sein. Ist auch lustig. Ist halt gerade eine Sklavenstunde, ne? Deswegen spielen wir das Spiel. Sonst hätten wir heute weiter... Also ich habe jetzt halt auch noch Colonist gespielt. Da muss ich sagen, das Spiel hat mich eher enttäuscht. Und ich wollte eigentlich Factorio spielen, aber das werden wir heute nicht mehr hinkriegen. Ich überlege gerade. Perfekter Laser und besseren Laser. 5% Chance. Eine fette Rakete. Okay. Ich bin schuld. Du bist schuld. Neuer Wort, neues Glück. Wohin hat es uns diesmal verschlagen? Sieht mehr so wie eine landwirtschaftliche Galaxis aus. Riecht auf jeden Fall danach. Ihr da, zieht Leine. Kommt wieder, wenn ihr Qualitätsware zu verkaufen habt. Du liebe Güte, klingt nicht gerade sehr nett. Du bist die Schande der Familie, Dotter. Jawohl, dein Großvater wäre ja sowas von enttäuscht von dir. Aber guter Mann, bitte hören Sie doch mal zu. Nein! Alles klar bei dir? Ach je, je. Oh ja, ja, vielen Dank. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich komm schon allein klar. Hoppla! Hoppla? Was sind denn das für Dinger? Die sind ja wunderschön. Das sind Chamäleontrieben. Küchenchefs verleihen ihren Kreationen mit Aroma und Farbe. Die sind extrem begehrt. Chamäleontrieben? Werden dafür etwa irgendwelche kuscheligen Kerlchen gnadenlos gequält? Aber nein, ganz und gar nicht. Wir bringen die doch gar nicht zu weinen. Unsere Freiland-Chamäleon geben diese farbenfrohen Kristallen über ihre Tränenkanäle ab, um sich überschüssige Nährstoffe zu entledigen. Alles extrem freundlich und komplett ohne Schlachten, keine Sorge. Ich bin übrigens Faye. Und das ist meine Schwester Cassie. Also, was gerade passiert ist, Dörte. Ich heiße Dörte. Dotter. Dotter! Ja, das ist ihr Nachname. Das weiß ich selbst. Direkt die Katze runterschmeißen, so wie ich auch. Wegen gerade eben. Meine Familie ist führender Produzent hochwertiger Regenbogentränen im trigalaktischen Dreieck. Und zumindest waren wir das mal. In jüngster Zeit scheinen die Erzbäume auf unserer Farm, wo die Chamäleon grasen, von einem seltsamen Ungeziefer befallen zu sein. Unsere Chamäleon leiden darunter und fressen nun nicht mehr. Und die Tränen, die wir jetzt noch sammeln können, sind nicht mehr handtellergroß und funkeln auch gar nicht mehr so stark. Ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Rip. Rip. Okay, also wir helfen der Fräulein Dotter. Und wenn ich jetzt noch weiter quatsch, dann... Na. Okay, Ghostbusters, alles klar. Okay. Ja, wir werden jetzt erstmal Laser draufballern. Einschüchtern, okay. Du machst ein Schrapnell. Als nächstes brauchen wir eine Rakete. Damit sie ihren Bonus-Trades nutzen kann.
Wir haben nur 1500 leider. Wir brauchen dringend Erze. Erze und am besten noch Plasma. Okay. Moment. Da rührt mein PC vor sich hin, ey. Okay. Wir müssen Ghostbustern. Ein Notruf von einem Frachter. Diese Geschatten bitten uns, zur Reparatur zu helfen. Okay, schauen wir mal. Antimateria, die haben wir locker. Taui, nice. Antimateria haben wir, das ist nicht das Problem. Oh oh. Was sind das für Waffen? Solarium-Patrouille. Fledermaus. 87 Schaden safe. Okay. Ja, Welle ist das scheißegal. Wir werden das mit Erbsenpistole komplett aufschießen, das Schiff. Macht unser Apollo unsere Rakete nicht so. So. Einfach mehr Schaden, die Wellen können, ne?
Wir können mit allen drei schießen. Das tut weh. Boah. Was? Sind 2 Stunden dann schon rum? Das ging fix.21 Leben? Fucking Lacker. Okay, das wird eng. Schöner Crit. Oh. Es wird unangenehm mit dem Leben. Tuse braucht eine richtige Rakete. Oh fuck. Oh oh. Ram ist nicht gut. Er wird Kanonen zerstören mit Pech. Was passiert denn eigentlich? Wir werden es gleich erfahren. Wir werden es leider gleich erfahren. Ich kann leider nicht beide decken. Wir decken jetzt die Erbsenkanone, die ist wichtiger. Der Hopfenbrenner ist auch stark, aber da kann ich notfalls einen neuen bauen. Aber die Erbsenkanone ist unersetzbar gerade. Das ist so ein teures Abenteuer. Der Pazifist, na, immerhin. Aber das ist wieder eine Schrapnellwaffe, ne? Ja, komm. Weg damit. Oh. Eine Schatztruhe! Ja, klar! Jetzt werde ich echt immer bestraft, wenn ich looten will. Tituse. Alles klar, hau rein. Okay, also ihr geht's nicht allzu gut, sag ich jetzt mal.
dicke Rakete. Eine bessere Rakete? Sie ist halt Kunsthandwerker, das ist so krass. Unser Rumpf hat super gelitten. Okay. Eine S-Rakete. Tödlich. 74 bis 112. Zusätzliche Präzision. Also die Rakete trifft fast nie daneben. Also fast nie. Die Dinge, die mitgenommen haben, ey. Richtig gut. Und der Schorsch ist halt einfach kacke. Die müssen wir auf jeden rausschmeißen. Er bringt uns halt kaum was. Leider. Dass sie den Hopfenbrenner verloren haben, ist nicht gut. Ach so, ich habe schon eine fettere Werkstatt. Echt? Ihr müsst uns ein Brücken-Upgrade leisten eigentlich. Größere Bridge erleichtert die Überwachung der Ausrüstung und gleichzeitig den Genuss von Katzenvideos auf Toffeltube. Ausweider. Ja, wir behalten den mal, aber das Problem ist ja, dieser Trade fehlt ihm. Wodurch Barbie halt so unglaublich gut ist. Kusa, Kusa, ein stinkender Tofu, eine Unterart des Tofus. Er hat nicht gerade viele Freunde, weil er so stinkt, aber er würde mit seiner Freundlichkeit jedes Herz erobern, wenn man ihn nur ließe. Judge Pom, er bricht niemals das Gesetz, denn er ist das Gesetz. Also jedenfalls denkt er das. Das ist schon ziemlich geil, wenn da noch zusätzliche Trades hinzukommen. Aber kein Geld gerade. Gibt es eigentlich ein Maximum an Stuff, das ich lagern kann?
Verteidigungsmatrix. Fluffy als Pilot. Spiele mit Fluffy. Okay, das heißt, wir werden ihn rausschmeißen, sobald es geht, ne? Also, sobald wir Ersatz haben, sagen wir es mal so. Ich meine, so Forschungsarbeiten oder so kann er easy machen. Boah, Doppel S. Oh, sehr gut. Ja, das gibt uns ordentlich Cash. Die Zusatz halt einfach drauf, ne? Ach so, ich hab... Ja, schön alles verarbeiten, dass wir es verkaufen können. Ja, will ich. Zweitausend. So viel Schaden mache ich doch nicht mal. Einschüchtern! Ja, die Rakete ist aber genauso gut. Also nicht genauso gut, das ist halt falsch. Aber sie ist auch nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ja, unser Schild halt ein easy Stand. Verteidigungsmatrix, gönn dir! Und er hat dann immer noch genug Energie, um zu feuern. Schaff's sowieso nicht, ne? Also nehmen wir den Loot, den wir kriegen und gut ist.
Bist du sicher, dass wir hier suchen sollten? Ich sehe hier kein Erz, nur eine Wand aus Erde. Positiv, genau hier auf die Wand schießen. Okay. Eins, zwei, drei oder vier. Alles klingt irgendwie nach einem Fehler und irgendwie sollten wir das tun, irgendwie auch nicht. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich denke, ich werde einfach losen. Laser. Cassie fährt eine Laserwacht des Schiffs hoch und zieht damit auf Six, das Faye auf die Wand gemalt hat. Langsam fährt sie leistende Waffe hoch und bohrt ein großes Loch in die Wand aus Erde. Okay, das sollte reichen. Drei Erzproben. Wow, cool. Wir haben alle drei Erzproben direkt bekommen. Am Himmel über dem Planeten Faye entdecken die Metalldetektor des Schiffs infizierte Truhe. Klar! Ich werde immer bestraft, ne? Ist okay. Ich werde keine glitzernde Truhe mehr aufmachen im Weltall. Hey, hast du es gehört? Klopf. Ja, klopf. Kommt das aus der Luft, Scheiße? Außerhalb des Schiffs? Ja, klopf. Außerhalb des Schiffs? Während wir im Weltraum sind? Mhm. Klopf. 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 Sind das vielleicht die Zeugen der Knolle? Die Luftschleuse öffnet sich mit einem finsteren Zischen und sie hören das Schlagen von Metall auf Metall, als der fremdartige Körper durch die äußere Tür der Luftschleuse taumelt. Cassie und Faye nähern sich vorsichtig in die Tür der Luftschleuse und schauen durch das Fenster. Sie können nichts erkennen. Doch sie können es atmen hören, schwer und unregelmäßig. Dann hören sie kaum verständlich ein leises Stimmchen. Hilfe! Bitte schnell schütten sie ihre Angst ab, stürmen die Luftschleuse und finden dort eine Kartoffel mit geschmolzener Silberhaut, die auf dem Boden liegt. Ist das der Silver Surfer? Der Fremde dankt ihnen, dass sie ihn an Bord ihres Schiffs gelassen und ihn dadurch das Leben gerettet haben. Er erzählt ihnen, dass er sich nicht entsinnen kann, warum er mitten im Nichts gestanden war. Und er weiß nicht wohin. Doch weil sie ihm das Leben gerettet haben, steht er ihnen voll und ganz zu diensten. Cassie heißt ihn auf dem Schiff willkommen. Frei, die kostenlos arbeiten sind auf der Fahrten. Sharknado, willkommen. Silberknolle, sag doch, es ist Silver Surfer. Eine Robokatze ohne Ohren. Gib das wieder her! Cassie springt vom Turmbrett auf, als sie einen runden Knopf aus seiner Schublade in der Nähe auftaucht und sie wütend ansieht. Faye starrt die Gestalt an, die aus der winzigen Schublade hüpft. Es ist ein großer, rundes Ding mit blauem Fell und einer großen Tasche auf dem Bauch. Wie bist du da reingekommen? Wie hast du dich da reingequetscht? Darum geht's doch gar nicht. Du hast mich beklaut. Rück's wieder raus. Was? Hast du wohl. Das ist weg. Hast du was angenommen? Ich bin eine Robokatze, die... Das ist doch jetzt gar nicht der Punkt. Du bist ein Roboter? Wie funktioniert das? Wer hat dich gebaut? Wo sind deine Ohren? Wir können sich deine Gliedmaßen so flüssig bewegen. Was für einen Spielstoff benutzt du? Bauen deine Gliedmaßen auf ein Kommensystem auf oder so? Cassie und Faye fummeln unablässig an den Dingen herum. Schließlich kannst du diese dreiste Fetzen seine Intimsphäre nicht mehr tragen, rennt weg und taucht in die Schublade ab, um der es aufgetaut ist. What the fuck? That escalated quickly! Fummel an einer Robokatze rum. S. Meisterliches Nebelhorn. Kampfveteran. Mal schauen, was der Silver Surfer kann. Immun gegen Trauma. Und ruhige Hand. Plus Angriff, mehr Crit, 5 Schadensverringerung, aber das ist alles nicht so krass, ne? Das ist schon echt, ruhige Hand ist heftig.
Also 5% Präzision. Das ist nicht so weit. Ja, gut. Ja, gut. Der Hopfengranat hat 21% Crit. Ja. Dringend Ärzte, ne? Okay. Hat Spaß gemacht. Interessantes Spiel. Ich wusste nicht, dass die Holy Potato Spiele sich dann untereinander unterscheiden, was sehr interessant ist.